Wie das duftet. Kräuter, soweit das Auge reicht. Jetzt im Frühling, jetzt sprießen sie wieder. Auf den Wiesen und den Feldern, im Garten und auf den Balkonen. Und wir im Treffpunkt, wir zeigen Ihnen, was man jetzt mit den frischen Kräutern schon alles machen kann. Es geht heute um Kräuter und Kosmetik. Es geht um Kochen mit Wildkräutern. Es geht um die Heilkraft der Kräuter und ums Bierbrauen mit Kräutern. Und ich glaube, ich brauche noch was für meinen Balkon und hier werde ich garantiert fündig. Ein Paradies für Kräuterfans. Die Kräutergärtnerei Bender in Lorch-Waldhausen. Johannes Feuerbacher führt den Betrieb bereits in zweiter Generation. Jetzt im Frühling steht das gesamte Sortiment der Küchenkräuter für die Kundschaft bereit. Auch für den Online-Versand. Liebstöckel, Basilikum, Kerbel, Koriander, Dill und Petersilie. Neben diesen Klassikern widmet sich die Gärtnerei der ganzen Vielfalt von Kräutern. Allein 20 verschiedene Pfefferminzsorten werden hier kultiviert. Ausgesprochen variantenreich ist auch der Salbei. Über 35 Sorten davon gibt's in Benders Gewächshäusern. Manche blühen sogar wie Tropenschönheiten, echte Hingucker. Und nicht nur Menschen finden diese Blüten attraktiv, sondern auch Insekten. Das ist ein Fruchtsalbei, der duftet intensiv nach Tropenfrüchten. Das ist der Salvia dorsiana. Hauptsächlich ist der Duft das Ausschlaggebende. Die Blüten selbst, die schmecken sehr angenehm. Die haben einen relativ großen Nektartropfen am Ende der Blüte. Also die Biene schafft es nicht, da reinzugehen. Da gibt es die Hummel, zum Beispiel die Gartenhummel oder die Erdhummel. Und die haben gelernt in ihrer Evolution, wie sie die Salbeiblüte von der Seite aufbeißen. Und dann können die anderen Nutzinsekten und Nektarsammelinsekten über dieses Loch, das die Hummel reingebissen hat, sozusagen den Nektar stehlen. Die meisten Kräuterpflanzen werden direkt in der Gärtnerei kultiviert. In biologischer Wirtschaftsweise, ohne Spritzmittel und Kunstdünger. Die Jungpflanzen werden aus dem eigenen Saatgut gezogen oder aus Stecklingen reproduziert, wie hier der vietnamesische Koriander. Das ist jetzt der vietnamesische Koriander, den wir vorher vermehrt haben, wenn er circa 8 Wochen lang gewachsen ist. Und wie schmeckt der? Darf man den probieren? Sie dürfen den gerne probieren. Wo, da unten? Der schmeckt nach Koriander und einer leichten Note von Pfeffer. Also ich mag's. Manche sagen, das schmeckt seifig. Und was ist das hier? Das sieht auch fremdländisch aus. Das ist auch ein Koriandergeschmack, nennt sich Wap Ka. Wird sehr viel in Südasien gegessen, Vietnam und Südchina. Wap Ka. Und hat auch Koriandergeschmack. Und Herr Feuerbacher, wenn ich mir jetzt praktisch meine eigenen Kräuter auf der Balkonpflanze möchte, was passt denn zusammen? Also da sollte man einfach drauf achten, wie sieht der Balkon aus? Scheint da die Sonne viel hin oder ist da im Schatten? Wenn der Balkon in der Sonne ist, dann passen ganz toll die mediterranen Pflanzen, die Sonne lieben und die Wärme lieben und die Hitze lieben. Da haben wir hier vorbereitet einmal die 3 typischen mediterranen Kräuter. Das ist der Rosmarin, der Salbei und der Thymian. Aha. Also was noch zusammenpasst, wenn man jetzt zum Beispiel einen schattigen Balkon hat oder eine schattige Ecke auf dem Balkon, dann könnte man zusammensetzen den Wap Ka und den vietnamesischen Koriander mit Minze oder Zimmerknoblauch. Also was wachstumstechnisch gar nicht zusammenpasst, das ist der Schnittlauch und die Petersilie. Wieso? Weil der Schnittlauch über seine Wurzeln einen Stoff absondert, der das Wurzelwachstum von anderen Pflanzen hemmt und damit die Petersilie einfach in ihrem Wachstum stört. Und Petersilie reagiert besonders stark darauf und deswegen tut es nicht zusammen, obwohl sie vom Licht- und Wasserverhältnissen gut zusammenpassen würden. Super. Tolle Erklärung. Vielen herzlichen Dank für diese Tipps. Ja, eigentlich kann ja jetzt mit dem Kräuteranbau gar nichts mehr schiefgehen, oder? Und wenn Sie einen Garten haben, dann haben Sie womöglich wirklich Glück. Denn dort wachsen ja viele Kräuter von ganz alleine und Sie müssen überhaupt gar nichts dazu tun. Manche nennen es ja Unkraut. Aber andere wiederum nennen es Geschenk von Mutter Natur. Und was man mit diesen Wildkräutern alles machen kann, das haben wir uns im Schwarzwald angeschaut. Taubnessel, Löwenzahn,
Gänseblümchen. Wenn Anita Abele-Schwenk auf den Wiesen in ihrem Heimatdorf unterwegs ist, dann sucht sie Zutaten für die Küche. Sie ist nicht nur kräuterkundig, sondern ein richtiger Wildkräuter-Fan. Also mich hat fasziniert, dass es so viele Pflanzen gibt, die man als Unkraut bezeichnet hat und die einfach wertlos waren. Und durch meine Ausbildung habe ich gelernt, wie viel wertvolle Inhaltsstoffe diese Pflanzen einfach besitzen. Ich sehe es schon als Geschenk. Ja, auf jeden Fall. Die Kräuterpädagogin gibt ihr Wissen gerne an andere weiter. Zum Beispiel bei einer Kräuterführung rund um ihren Hof im Schwarzenbach. Ich möchte einfach die Leute sensibilisieren für unsere Umwelt, für die Wiesen, für die Weiden. Auch, dass man nicht einfach so drüber läuft, sondern einfach die einzelnen Pflanzen kennenlernt. Nur was ich kenne, kann ich auch wertschätzen. Die Familie Aberle bewirtschaftet den Christleshof im Nebenerwerb. Das Herzstück sind die Gärten rund um den Hof. Anita Aberle-Schwenk gehört dem Netzwerk Kräuterregio Baden an. Einem Zusammenschluss von kräuterkundigen Landfrauen. Und wie die meisten von ihnen öffnet auch sie ihren Garten für Gäste. Hier gibt sie Workshops und lädt im Sommer zum Kräuterbrunch. Mit Wildkräutern von den Wiesen und aus dem Garten. Denn hier darf wachsen, was anderswo bekämpft wird. Unkraut ist für die Kräuterfrau nur eine Frage der Perspektive. Ich fange im Frühjahr eigentlich erst an mit dem Jäten, wenn die ersten Pflanzen schon sich gut entwickelt haben. Einfach damit ich sie für mich, für die tägliche Küche verwerten kann. Also das wird jetzt peu à peu einfach mal abgeerntet. Den Löwenzahn nehme ich so raus und den Spitzwegerich, auch die Schafgarbe, die hier wächst, wird täglich so eine Hand bis zwei Handvoll mit ins Haus genommen und in täglichen Salat mit verarbeitet. Wir haben hier das Gartenschaumkraut. Es schmeckt sehr gut in Verbindung mit Feldsalat und hat so diese gewisse Schärfe von den Kreuzblütengewächsen. Wir haben hier den Gundermann, auch Gundelrebe genannt. Das ist für mich eine reine Aromapflanze. Sie hat sehr viel ätherisches Öl. Man kann sehr gut Sahne damit aromatisieren, Quark, Joghurt. Und dann hegt sie auch noch ein Kraut, das von den meisten Gartenbesitzern mit Eifer bekämpft wird. Giersch. Das hier ist meine Girschplantage. Ja, ich habe hier mächtig viel Girsch in den Himbeeren. Der Girsch, das ist meine Lieblingspflanze. Bin wahrscheinlich die Einzige, die den Girsch auch einfriert. Ich schätze am Girsch einfach den hohen Mineralstoffgehalt, den hohen Wert an Vitamin C. Auch das Provitamin A ist sehr viel enthalten und das pflanzliche Eiweiß, was ihn einfach auch als Wildgemüse dann kostbar macht. Ein Superfood, direkt als Unterwuchs in ihrem Garten. Den Giersch verarbeitet Frau Aberle-Schwenk wie Spinat. Zum Beispiel als Füllung für eine Blätterteigrolle. Zusammen mit Brennnessel und Spitzwegerich. Zunächst werden Zwiebeln angedünstet, dann kommen die geputzten Kräuter in die Pfanne. Die werden so lange gedünstet, bis sie zusammenfallen. Also nicht weich gekocht, sondern einfach nur, bis sie leicht zusammenfallen. Dazu kommen Ziegenfrischkäse und Sahne. Dann kommen die gehackten Walnüsse dazu. Wir haben hier einen vorbereiteten Blätterteig. Also da können Sie gern einen Fertigblätterteig nehmen. Abgeschmeckt wird mit Ei, Salz und Pfeffer. Die Blätterteigrolle wird dann ca. 20 Minuten im Ofen gebacken. In der Zwischenzeit macht Frau Aberle-Schwenk einen Dip aus Schafskäse, Joghurt und Frischkäse. Gewürzt wird mit Knoblauchsrauke. Dazu passt ein Feldsalat mit Wildkräutern. Die peppen den Salat erst richtig auf. Diese sekundären Pflanzenstoffe, die sind natürlich in viel kräftiger enthalten in den Wildpflanzen als in unseren Gartenpflanzen, die ja zum Teil schon richtig Bitterstoffe herausgezüchtet wurden. Die sind in den Wildpflanzen noch ursprünglich und in den großen Mengen dann enthalten. Und so sieht die fertige wilde Gierschrolle mit Dip und Wildkräutersalat aus. Das Gericht gibt es zum Beispiel als warmen Gang bei Frau Aberles Kräuterbrunchs.
Badisch, Uftischt, Badisch aufgetischt ist das Motto dieser Veranstaltungsreihe. Dazu gibt es Spezialitäten aus eigener Erzeugung, verschiedene Aufstriche und Cremes, selbstgebackenes. Und in allen Speisen stecken Wildkräuter drin. Und spätestens bei diesem Anblick kommt keinem mehr das Wort Unkraut in den Sinn. Johannes Feuerbacher, jetzt sind wir im Bürgergarten von Plüderhausen. Und hier gibt es keine Zierpflanzen, sondern Kräuter. Was hat es jetzt damit auf sich? Also Kräuter lassen sich auch sehr gut zur Gartengestaltung nutzen. Die haben nicht nur einen hohen Nutzwert, sondern auch vor allem einen tollen Zierwert. Kann man hier im Hintergrund sehen, zum Beispiel an dem polsterbildenden Thymian. Oder wenn man ein bisschen nach weiter rechts geht, den blühenden Rosmarin oder dazwischen drin den Gewürzsalbei. Die blühen im Frühling schön, sind gut geeignet als Bienenweide, als Insektenweide. Schmetterlinge lieben viele Kräuterpflanzen als Nektarquelle. Kräuter sind vom Grundsatz erstmal relativ pflegeleicht. Da steht einmal im Frühjahr eine grobe Pflege an, Rückschnitt und Vorbereitung für den Sommer. Und dann hat man eigentlich seine Ruhe bis zur Ernte. Muss vielleicht zwischendurch mal das eine oder andere Unkraut wegmachen, aber im Großen und Ganzen ist es weniger Arbeit als ein klassisches Staudenbeet oder jede zwei Wochen Rasen mähen. Und gleichzeitig kann man auch noch super die Kräuter nutzen, um zu grillen und zu essen. Vielen Dank, Herr Feuerbacher. Super Ideen mal für einen Garten, um ihn anders zu gestalten. Und man hat natürlich dann auch noch gleich was zum Essen und zum Trinken. Gin Tonic mit Rosmarin kennt man ja hinlänglich. Aber Rosmarin und Bier? Na, was meint sie jetzt da damit, hätte sie wahrscheinlich jetzt gerade denken? Es ist wirklich tatsächlich so, dass man früher oftmals Kräuter benutzt hat, um Bier zu brauen. Und die Craft-Beer-Szene, die erinnert sich da gerade wieder dran an diese alten Dinge. Und wir haben mal geguckt, was sich da zusammenbaut. Frisch gezapfte, selbstgebraute Biere. Im Brauhaus Rössle im Herzen von Neubulach im Nordschwarzwald. Ein traditionelles Gasthaus und ein Wirt, der sein Bier mit Leidenschaft braut. Gersten- und Weizenmalz werden geschrotet, bevor Ingo Mutterer einmeischen kann. 500 Liter Hefeweizen wird er heute in der Sudanlage mitten in der Gaststube seines Wirtshauses brauen. In diesen Tagen nur zum Abholen. Auch draußen im Hof des Rössle wird eingemeischt. Miriam Grenzendorf interessiert sich für das Leben im Altertum und braut nach alten Rezepten sogenanntes Grotbier. Früher wurde Bier mit verschiedensten Kräutern gewürzt. Die Freude am Bier und am Experimentieren verbindet sie mit dem Rösslewirt. Ingo Mutterer versteht sich als kreativer Craftbierbrauer. Am Craftbier, das Arbeiten mit den unterschiedliche Aroma-Hopfensorte ist genial. Also es gibt Hopfensorten, die schmecken nach Melone, Grapefruit, richtige fruchtige Hopfen. Und je nachdem, wie man das mit dem Malz mischt, kommen klasse Sachen raus. Über ein Dutzend unterschiedlicher Craft-Biere hat er saisonal wechselnd im Angebot. Und für eine Spezialität muss der Brauer erstmal in den Kräutergarten Rosmarin ernten. Skandal um Rosi heißt Mutterers Rosmarinbier. Dafür benötigt er noch die Schalen von Bio-Orangen. Die Orange gibt einen schönen Beigeschmack nur dazu, aber der Rosmarin allein ist schon eine Wucht. Der Teefilter als Verpackung für die Obstkräutermischung. Tief unten im Bierkeller, dem Allerheiligsten des Brauhauses. Hier kommen die Rosmarin-Aromabomben in ein 30-Liter-Fass mit bereits fertig gebrautem Hefeweizen. Das ergibt ein Bier, das ganz Mutterers Philosophie entspricht. Alte Bierstile aufgreifen und neu interpretieren. Ich habe auf dem Flohmarkt den wohlerfahrenen Braumeister von 1759 gefunden. 2008, noch bevor ich mit dem Bierbrauer angefangen habe. Und es sind dann mehrere Gewürzbiere drin. Also es steht zum Beispiel über den Rosmarin, Rosmarinbier. Dieses wird gleich wie voriges zugerichtet und übertrifft alle anderen Kräuterbier. Hat eine schöne Farbe, lieblichen Geruch und fürtrefflichen Geschmack. Achtung, und jetzt kommt's. Bringt Appetit zum Essen, stärket alle Glieder des Menschen, mehret die natürliche Hitze. Ist gut im Melancholischen, hilft der Verstopfung, fördert der Frauenzeit
und macht fröhlich und ein gut geblüht. Kräuter im Bier dienen heute nur dem Aroma. Zum Brauen selbst darf nur Hopfen benutzt werden. Die anderen Kräuter, die man früher benutzt hat, wie Gundermann, Gundelrebe oder der Gagel, sind heute eben nicht mehr Braugewürze. Früher sorgten diese Braukräuter und vor allem der Gagel für den bitteren Geschmack und die Haltbarkeit des Bieres. Doch spätestens mit der Einführung des deutschen Reinheitsgebotes wurden sie vom Hopfen verdrängt. Die einzelnen Schritte beim Brauen waren beim mittelalterlichen Grutbier dieselben wie heute. Nach dem Maischen wird das Bier geläutert, das heißt geklärt. Drinnen bringt Mutterer jetzt den Hopfen ins Spiel, zum Bittern und Würzen. Über die Hildegard von Bingen, die dann auch herausgefunden hat, wie gesund der Hopfen ist, was für heilende Wirkung und was für eine Wirkung er auf die Haltbarkeit des Bieres hat. Nehme ich mal an, dass das den Vormarsch des Hopfens bewirkt hat. Und während hier der Hopfen seine Wirkung entfaltet, kommen für das Mittelalterbier ganz andere Pflanzen zum Einsatz. Und das hier ist jetzt das Gagelkraut. Das wächst etwas nördlicher für gewöhnlich, lässt sich aber sehr gut trocknen, wie man sieht. Also das ist meine Ernte vom letzten Jahr. Und das hat ein sehr, sehr intensives Aroma. Also ich gebe jetzt auch relativ wenig rein. Zum Schluss gebe ich noch ein bisschen Gundermann rein. Den kennen sehr viele Leute sicherlich aus ihrem Garten gerne auch so ein bisschen als Unkraut verschrien. Aber eine sehr tolle Heilpflanze, sehr aromatisch und wurde auch tatsächlich auch sehr häufig ins Bier noch dazugegeben. Kräuter und Bier. Früher wie heute. Eine spannende Kombination. Miriam, zum Wohl. Prost, Ingo. Bierbrauen war früher natürlich eine Spezialität von Klöstern. Und hier im Kloster Lorch war das auch so Usus. Aber auch Heilkräuter waren sehr wichtig, die Kräuterkunde. Und natürlich gibt es hier in Kloster Lorch auch einen Heilkräutergarten. In dem kennt sich Anneliese Welz bestens aus. Und sie macht auch wieder Führungen, wenn es möglich ist. Frau Welz, warum ist denn so ein Heilkräutergarten gerade bei Klöstern so wichtig gewesen? Die Mönche waren diejenigen, die schreiben und lesen konnten. Die kannten die alte Literatur und haben gleichzeitig begonnen zu hinterfragen, welche Wirkstoffe da drin sind und was man machen kann mit bestimmten Pflanzen. Und Heilkräuter heißt ja, dass man mit Kräutern geheilt hat. Was haben denn die Mönche mit den Kräutern geheilt? Die haben ganz viel Magen- und Darmerkrankungen und Erkältungskrankheiten. Das war was ganz Problematisches im Mittelalter. Und Sie haben so viele verschiedene Kräuter. Welche haben denn auf keinen Fall fehlen dürfen? Salbei. Salbei als erstes. Salbei, das Wundermittel überhaupt, hilft für alles. Also wer alt werden will, der muss auf jeden Fall Salbei haben. Und so für einen Laien, womit kann man denn heute noch was anfangen? Spitzwegerich zum Beispiel. Gibt's überall. Das ganze Jahr. Gibt es auch hier im Garten, aber auf jeder Wiese. Ist das nicht das erste Pflaster? Ja, ein ganz tolles Pflaster. Für uns ist es die Apotheke der Wanderer. Weil man diese Wirkstoffe aktivieren kann durch Zerreiben, wenn man das Blatt zerreibt. Manche schreiben, man soll es zerkauen, lassen wir bleiben im Moment. Und dann gibt man das auf die Wunde drauf, auf diesen Insektenstich zum Beispiel. Und noch ein anderes Blatt oben drüber. Der ist viren- und bakterienhemmend. Also, jetzt haben wir wirklich was gelernt. Und Sie merken schon, Kräuter haben Inhaltsstoffe, die unserem Körper gut tun. Nicht nur, wenn es um Krankheiten geht, sondern auch bei der Körperpflege. Eine Kräuterfrau aus dem badischen Schuttertal, die macht Kosmetik aus Kräutern. Und da haben wir einen kleinen Besuch gemacht. Der fixen Bauernhof in Schuttertal. Ein Paradies für Tiere und ihre Besitzer, die Familie Göppert. In normalen Zeiten gibt es Führungen über den Biolandhof und durch den Bauerngarten. Der ist für Mutter Melanie viel mehr als nur Kräuter- und Gemüselieferant. Ich finde grundsätzlich gehört ein Bauerngarten zum Bauernhof dazu. Das tut einfach auch der Seele gut. Wenn du nur kannst in den Garten rausgehen und gucken, wo wächst was. Und oh, das ist einfach so was für die Seele auch. Das gehört dazu, das geht gar nicht anders.
Und wunderbar für den Körper, ihre handgemachten Naturseifen. Viele Jahre hat sie experimentiert, damit aus reinen Saubermachern besondere Pflegeprodukte für Haut und Haare werden. Ihre Vision, nicht nur als Seifensiederin, den Menschen mit Zutaten aus der Natur Gutes tun. Guten Morgen, Melanie Göppert, Fix Naturhof. Für die Hände auf jeden Fall, ganz klar. Und Sie können die sogar auch für die Haare verwenden. Über ihren Online-Shop verschickt sie ihre Seifen deutschlandweit. Viele an Stammkunden. Zu mir ist schon mal eine Frau gekommen mit einem 5-jährigen Mädel. Und das Mädel hat Neurodermitis gehabt und die Mutter, die ist von Pontius zu Pilatus gerannt und nichts hat geholfen und dann hat sie von mir gehört. Dann habe ich gesagt, wenn es jetzt meine Tochter wäre, ich würde ihr die Honigseife geben. Durch das, dass da wirklich nichts Reizendes drin ist und dass die wirklich auch bei empfindlicher Haut ausprobiert werden kann. Und die Mutter ist heim, hat es getestet und ist wieder gekommen und hat sich eingedeckt mit der Seife. Und hat gesagt, beim ersten Mal waschen war das Hautbild schon besser. Und sie daher kauft die Seife bei mir. Und ich sage immer, wenn du kommst, das ist so schön, da freue ich mich so. Dann ist das, was ich mache, einfach ein Sinn. Und das ist das, was so schön ist an dem Beruf und an dem mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Unterstützt wird die Seifenproduktion auf dem Fixen Bauernhof durch Angelika Blust. Hier wiegt sie die verschiedenen Pflanzenöle und Fette ab. Heute stehen 55 Kilo Bauerngartenseife auf dem Programm. Das ist eigentlich eine richtig schöne Sommerseife, weil die kühlt ein wenig durch das Brennnessel und Rosmarin. Und Salz, das peelt noch, wenn man duscht. Seife sieden ist ein altes bäuerliches Handwerk. Meine Schwiegermutter, die jetzt schon über 90 ist, die weiß noch ganz genau, wie ihre Mutter Seife auf dem Bauernhof damals gemacht hat. Die haben damals halt hergenommen, was sie auf den Höfen kitten. Und es war halt logisch ein Schweineschmalz oder auch mal ein Rinderfett oder ein Ziegenfett. Aber die Pflanzenöle, die waren zu wertvoll. Die konnte die ja nicht nehmen. Und dann haben die auch die Lauge nicht gehabt, wie wir die jetzt heute haben. Die haben aus einem Buchenholz haben die sich die Potasche selber hergestellt, immer aufwendige Verfahren. Die Lauge braucht es zum Verseifen der Fette. Und dann heißt es rühren. Lange rühren. Schließlich kann der sogenannte Seifenleim in Formen abgefüllt werden. Und erst jetzt kommen die getrockneten Kräuter und die Duftöle dazu. Später wird die Seife in Stücke geschnitten. Dann muss sie einige Wochen reifen, bevor sie verkauft werden kann. Seife zum Selbermachen. Mit getrockneten Kräutern, Honig oder Kaffee und mit einem Stück Rohseife. So können auch Kinder ihre eigene Lieblingsseife basteln. Das ist ja wirklich so eine Aktion, das spricht ja alle Sinne an. Da wird dir die Motorik geschult beim Reiben. Du hast den Duft dabei, du hast die Kräuter dabei. Dann dürfen sie die kreativ ausformen und gestalten. Das ist ja einfach nur schön. Und die Kinder können die noch tatsächlich verwenden zum Duschen oder in die Badewanne mitnehmen. Und jetzt ist ja das riesige Thema mit dem Händewaschen. Dann machen die ihre Seife selber und die haben so eine Freude nachher beim Händewaschen. Weil sie selber gemacht haben und weil sie sie ausgestalten dürfen, wie sie das möchte. Und so geht Flüssigseife. Frischer Pfefferminztee, Kokosfett, Olivenöl und Rohseife. Die gerührte Emulsion kann man als Duschcreme oder als Badezusatz verwenden. Melanie Göppert gibt auch Kurse und hat dafür viele Kosmetikrezepte entwickelt und aufgeschrieben. Zero Waste Kosmetik heißt ihr Buch über Pflege ohne Verpackungsmüll. Tochter Jana probiert heute rohe Kartoffelscheiben. Die kühlen und straffen. Noch eine Pflege, Erdbeerpeeling. Erdbeerpeeling ist sehr erfrischend, hat auch Vitamine, hat Antioxidantien. Ist jetzt im Frühling einfach auch zum Essen sind ja Erdbeeren ja auch sehr gesund und für die Haut ja auch. Zum Abschluss die schnelle Gesichtscreme mit Karottenmus und Shea-Butter. Ich liebe das einfach, Sachen auszuprobieren und auch zu schauen. Ich finde es so faszinierend, was die ganze Gemüse, Obst, Kräuter, die für Eigenschaften haben und wie sich das positiv auf unseren Körper auswirkt. Und dass manche Sachen einfach richtig gut tun. Und auch noch Spaß machen. Und den kleinen Stinker, den kennen Sie sicher auch alle. Bärlauch. Ha? Wächst jetzt gerade überall in den Wäldern. Sagen Sie, Frau Welz, hat man Bärlauch auch in Klostergärten angepflanzt?
der Zeit von Karl dem Großen. Da kommt er im Capitulare de Villis vor, wird in den Krongütern angepflanzt. Aber dann hat man lange Zeit vergessen. Und heute können wir es uns ja manchmal gar nicht ohne vorstellen. Und was hat er für heilpflanzliche Wirkung? Also der tut ja gut dem Körper. Der tut dem Körper gut, ideal für Frühjahrskuren. Verdauungsfördernd, appetitanregend, enthält sekundäre Pflanzenstoffe wie Mineralstoffe, Bitterstoffe, die tun unserem Körper gut. Und obendrein schmeckt er ja auch noch ganz gut. Und wenn Sie sich unsicher sind beim Sammeln, dass Sie ihn vielleicht verwechseln mit irgendwas Giftigem, dann überlassen Sie das einfach Profis. Es gibt wirklich viele kleine Manufakturen, die den Bärlauch zu Spezialitäten verarbeiten. Zum Beispiel Tante Inge aus Uhingen-Holzhausen. Ab März streckt der Bärlauch seine Blätter aus dem Boden. Dann ist Sammelzeit für Inge Hinderer. Man kommt total runter und es kann nur so alles blöd gelaufen sein an dem Tag, wenn man in den Wald geht und Bärlauch holt. Das ist einfach toll. Rund um Uhingen gedeiht ein wahres Bärlauchparadies. Ich liebe schon den Geruch. Der ganze Wald riecht nach Bärlauch. Und ich mache jedes Jahr selber eine Bärlauchkur, weil Bärlauch ist total blutreinigend. Beim Bärlauch kann man alles essen. Man kann die Blätter essen, man kann die Zwiebeln essen und man kann auch die Blüten essen. Ihm gefällt es in schattigen Laubwäldern. Der Boden muss feucht, locker und humusreich sein. Dann wächst er in Massen. Der Bärlauch ist Rohstoff, den Inge Hinderer in ihrer Manufaktur Tante Inge jetzt in großen Mengen verarbeitet. Zum Beispiel als Pesto. So, ganz wichtig, für jedes Pesto ist ein gutes Öl. Man sollte am Öl auf gar keinen Fall sparen. Ich habe hier kaltgepresstes Olivenöl. Obwohl man von dem Öl nicht mehr viel schmeckt wegen Bärlauch. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also man merkt den Unterschied, ob man billiges Öl nimmt oder ob man ein hochwertiges Öl nimmt. Einzige Gewürze, Urwaldpfeffer und selbstgemachtes Zitronensalz. Parmesan und Pinienkerne sucht man in ihrem Pesto vergeblich. Und man kann einfach mit dem Pesto dann mehr anfangen. Also man kann das in Spätzlesteig reinmachen, man kann es in Salat reinmachen, Kräuterflädle, für Kräuterbutter. Also das ist so ein Rohprodukt. Für manche Kunden verfeinert sie ihr Rohprodukt. Zum Beispiel mit Ingwer oder mit verschiedensten Kräutern. Schließlich gibt es kein Unkraut, sondern nur gesundes Wildkraut. Das sind jetzt Wildkräuter, die ich aus meinem Garten gesammelt habe. Das ist Gersch, Brennnessel, Sauerampfer. Das ist, gibt aber wirklich ein bitteres Pesto für richtige Hardcore-Kunden, die wo, da schon drauf wartet auf dieses Bärlauchpesto mit Wildkräuter. Ihr selbstgemachtes Pesto und andere Kräuterprodukte gibt es im Lädle in Holzhausen oder über ihren Online-Shop. Kleine Chargen und alles mit Liebe gemacht. Wenn ich jetzt dieses Bärlauchpesto fertig habe, das macht mich einfach glücklich. Also eine schöne Arbeit. Ich habe Ihnen übrigens auch noch einen Tipp, damit Sie den richtigen Bärlauch essen. Sie gehen einfach, so wie ich das jetzt hier mache, in eine Gärtnerei, kaufen sich einen und setzen den in den Garten. Dann sind Sie wirklich hundertprozentig auf dem sicheren Terrain. Das war's im Treffpunkt für heute. Nächsten Sonntag gibt's wieder einen. Und jetzt auch gleich die Fallers. Wie gewohnt, viel Spaß dabei und bleiben Sie gesund und neugierig.